Hallo, meine lieben Schüler, herzlich willkommen zur Lektion Ja-Nein-Fragen oder Entscheidungsfragen genannt. Hier sind die wichtigsten Punkte, die du in dieser Lektion lernen wirst. Was ein Satz ohne Fragewort ist, wie die Fragesätze heißen und nicht zuletzt die Position des Verbs in einem Satz ohne Fragewort. Die Fragesätze ohne Fragewörter sind Fragen ohne Fragewort oder, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, Entscheidungsfragen. Auf die Entscheidungsfragen kann man mit Ja oder Nein antworten. Im Falle von Fragesätzen ohne Fragewörter steht das finite Verb immer an der ersten Stelle. Im Beispiel „Hat sie heute Zeit?" befindet sich das Verb, das finite Verb, direkt an der ersten Position „hat" und an der zweiten Position steht das Subjekt. Die anderen Satzglieder im Satz folgen wie in einem Hauptsatz. In den nächsten Lernsequenzen kannst du alleine oder im Tandem deine Kenntnisse prüfen oder checken.